recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Mal wieder so ein, na, ich sag mal 10 Minuten Video. Das ist ja meistens bei mir so, dass ich die etwas kürzer halte, dafür etwas mehr Geschwindigkeit reinbringe in die Videos und natürlich jede Menge Fotos, wie man gerade wieder sehen, damit wir auch klare Bilder bei der Spur Z haben. Ja, worum soll es heute gehen? Ich werde als erstes nochmal mich der Gleisverlötung widmen. Hier habe ich allerdings die Gleise erstmal wieder verklebt. Und zwar geht es darum, dem Bahnhof, ich sag mal in Anführungsstrichen oben links, wo ich das dritte Gleis jetzt hier vorbereite. Das heißt, ich verklebe es unten wieder, wie ich es ja mittlerweile generell mache, um die Übergänge möglichst gut zu halten. Und möglichst stabil zu halten. Man sieht es ja nicht. Ich habe es mehrfach erwähnt, wenn es eingeschottert wird, wenn es gealtert wird, ist ja alles dann verschwunden. Ja, aber ich habe mich jetzt hier des Tipps nochmal von dem Kommentar gewidmet, und zwar vom Z-Track. Ich habe es hier auch nochmal eingeblendet. Er meinte ja in dem Kommentar, es wäre günstig, das Ganze mit Lötfett ein bisschen einzupinseln. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Ich habe es eben kurz eingeblendet. Mit Holz geht es besser. Also ja, mit Zahnstocher kann man das ein bisschen besser auftragen als mit Metallstift. Aber egal. So, wie ich jetzt hier schreibe, ich habe das diesmal mit einem sogenannten Lötstift oder auch Mikrolötkolben gemacht. Der sieht so riesig aus, weil ich den vollen Zoom hier drin habe. Es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner. Ich glaube, ich habe nachher noch meine direkte Aufnahme davon. Es ist doch wirklich, ja, es lässt sich sehen. Der Tipp, ich schweife gerade ab, der Tipp, den ich bekommen habe, ist gut, es funktioniert, das andere funktioniert auch, aber das funktioniert besser. Also vielen Dank an der Stelle nochmal an den Z-Crack, das ist ein guter Tipp. Hier sehen wir den Lötstift, das ist tatsächlich nur so ein kleines Dingens, ganz schmal, ganz klein, und es macht sich ordentlich. Man kann aber auch hier die Temperatur recht hochstellen, wenn man das möchte, aber ich denke mal, das Ergebnis spricht erstmal für sich. Wichtig ist natürlich, wie ich es jetzt hier auch gerade zeige, dass man die Lötspitze immer sauber hält. Das heißt, wenn da verbranntes Lötzinn dran ist, weg damit. Ab am besten mit einem Stahltopfkratzer, macht sich super, kann man kurz mal so reinpieken, so mache ich das dann immer. Und ja, dann hält man sich die Spitze schön sauber, man kann gut löten. Das hatte nämlich, glaube ich, auch mal irgendjemand mich gefragt, wie ich das mache, weil ich in dem Video das mal mit zum Cutter gemacht habe, so, wo die Spitze drüber gefahren bin. Mit dem Topfkratzer macht sich natürlich besser. Man kann reinpieken. Man muss nur aufpassen, wenn man es in der Hand hält. Das muss ich nicht auf der Handfläche pieken. Okay, hier ist das dritte Gleis angebracht worden hier oben. Jetzt sehen wir es auch ganz gut. Das ist praktisch die hintere Brücke, die da drauf führt. Und das funktioniert ganz gut. Ich mache jetzt hier den Test mit meinem Quick Fix hieß das Dingens, glaube ich. Ich habe ja hier überall die Einbindungen, die Stromanschlüsse dran. Ich teste jetzt bloß ganz kurz. Ich gebe den Strom praktisch ganz oben links an den oberen linken Bahnhof drauf und teste an verschiedenen Stellen der Strecke, ob die Spannung anliegt. Wenn man so will, hätte ich das gar nicht gebraucht, die vielen Stromanschlüsse. Aber ich bin der Meinung, doch, macht sich viel, viel besser. Weil wenn man irgendwas später im Betrieb nicht hinhaut, habe ich immer die Möglichkeit, mehr Stromeinspeisungen und so weiter reinzubringen. Das macht sich also definitiv besser. Und wir nehmen auch mal die Weichen als Beispiel. Da sind ja diese Kupferkontakte drin. Auch da kann es doch mitunter zu Kontaktproblemen geben. Gerade immer wieder bei unserer kleinen Z hier. Das ist schon übel. Also ich denke mal, mit diesen vielen Einspeisungen, das ist eine Menge Arbeit. Dann habe ich ja auch mittlerweile alles verlötet und verlöte es ja auch weiterhin und so weiter und so fort. Aber ist schon besser. Okay, jetzt geht es mal um den Streckenabschnitt in den Untergrund. Das klingt ein bisschen weit hergeholt. So dramatisch ist das alles gar nicht. Hier auch wieder die Vorbereitung der Gleise, die ich natürlich wieder hier vor Ort schon verlöte. Hier mache ich jetzt gerade wieder die Stromeinspeisung unten drunter. Und hier sehen wir, wie ein kleines bisschen gerade das Plastik geschmolzen ist. Aber auch hier mit dem Quick Fix hieß das Ding, wie ich gerade gesagt habe, glaube ich, ob die Spannung anliegt. Weil wenn da so ein bisschen Blass dazwischen ist, lieber testen, besser ist das. Und wir sehen hinten,
Das funktioniert, der Strom ist da und es gibt keine Probleme. Solche Sachen habe ich ja ähnlich auch schon mal immer wieder gebracht. Ihr wisst ja, dass ich ja im Grunde genommen den kompletten Aufbau dieser Anlage hier bringen will. Das heißt, ich mache keine riesengroßen Abschnitte rein, die ich dann irgendwann mal sage, guck mal an, das habe ich jetzt gemacht, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das gemacht. Ich möchte euch wirklich, wen es interessiert, ne, es wird vielleicht jede Menge geben, das sind dann wahrscheinlich immer dann die, die den Daumen nach unten klicken, wie auch immer, ist mir egal. Ich möchte, dass ihr oder du oder wie auch immer beim Bau der gesamten Anlage ruhig dabei ist. Deswegen bringe ich auch diese kleineren Abschnitte, außer natürlich in der Sommerpause, da habe ich das mal nicht gemacht, weil ich da auch wenig gemacht habe, hier rein, dass man immer sieht, was ist aktuell gerade passiert. Hier habe ich mal eine ungewöhnliche Position genommen. Das ist praktisch der Abschnitt, der nach links unten reinführen soll, unter dem Bahnhof oben links. Klingt ein bisschen blöd gerade. Ich habe hier auch so mit dem Finger gerade in der Luft gewirbelt. Dass ich gerade irgendwie ein bisschen kompliziert rede. Ja, dies führt im Grunde genommen da hinten runter durch die Brücken durch, die man jetzt gerade nicht sehen. Die sind ja oberhalb von den beiden Gleisen da, die so schräg nach links wegführen. Und das Gleis, da habe ich nachher noch mal ein Foto zum Schluss, was ich reinbringe, wo, wie das dann unten links dann weiterlaufen soll. Und ja, das führt also nach unten und führt dann vorne an die Front der Anlage und fährt dann praktisch vor einem mehr oder weniger vorbei. Während ich das Gleis, was in der Mitte hier so schräg nach links weggeht, das obere, was schräg nach links weggeht, das führt ja hinten in meinen Schrankwendel rein. Und von dem Schrankwendel werde ich ja praktisch dann so einen gewissen Höhenunterschied überwinden. Also gleich Gleiswendel, wenn man meine ersten Videos gesehen hat, weiß, der Schrankwendel ist mein Gleiswendel, der im Schrank versteckt ist. Komme ich raus und habe mir jetzt neu überlegt, dass ich praktisch im vorderen Teil meiner Anlage unten, werde ich auch nochmal genau darauf eingehen, einen Untergrundbahnhof einführen. Also eigentlich einführen, einbauen möchte. Das heißt, das ist eine Sache, die ich dieser Steampunk-Geschichte hier so ein bisschen widmen möchte, alles so ein bisschen ja auch so abenteuerlich halt ausgerüstet da unten drin und ein bisschen aufregend gestaltet. Muss ich mal sehen, wie ich es genau machen möchte. Auf jeden Fall wird praktisch vorne noch ein U-Bahnhof, würde man heute sagen, eingeführt werden oder eingebaut werden. Ich meine eingeführt heute, mein Gott. Eingebaut werden. Werde ich aber nochmal separat drauf eingehen, weil ich habe Platz nach unten. Meine Anlage ist ziemlich hoch. Das war Absicht. Ich wollte ja auch an die Kante des Hintergrundbildes rangehen. Habe aber dadurch nach unten den Platz, den ich ja auch brauche, weil ich ja an meine Anlage von unten ja gar nicht rankomme. Wer die ersten beiden Videos sich angeguckt hat, weiß ja, dass das gar nicht geht bei mir, weil das ja im Grunde genommen in einem Schrank alles eingebaut ist hier. Und dass es nicht funktionieren kann. Deswegen der Platz nach unten. Aber wie gesagt, ich habe vor, einen sogenannten U-Bahnhof einzuführen. Einzuführen, jetzt sage ich das schon wieder. Einzubauen. Was habe ich denn heute noch für einen Quatsch? Und wo das dann halt noch ein bisschen, wo man reingucken kann, durch eine Plexiglasscheibe oder wie auch immer. Da gibt es wahrscheinlich viele, viele Möglichkeiten, wie man das dann gestalten können. Ja, wenn ich dann diesen sogenannten Schrankwendel links angeschlossen habe, im Schrank, das wird natürlich eine eigene Folge werden, das wird ein bisschen aufwendiger werden, dann fange ich hier hinten natürlich endlich mal an, die Landschaft ein bisschen aufzubauen, auszubauen, weil an die linke hintere Ecke komme ich ja später schlecht ran. Hier soll ja so ein bisschen Industrie mit hin, hier sollen ja viele Fabriken stehen. Das Ganze soll ein bisschen ja, eben Steampunk-mäßig ausgebaut werden. Das habe ich ja auch schon in den ersten Videos ein bisschen erläutert. Und dass das da ein bisschen abenteuerlicher wird. Aber wie gesagt, dazu müssen ja die Gleise erstmal stehen. Dazu muss alles gut funktionieren. Da muss praktisch die Hauptstromversorgung drunter. Da müssen die Signale noch gestellt werden und. Also das ist schon jede Menge, was da noch rein darf. Jetzt habe ich den Text hier mitgelesen, was da noch reinkommt. Aber wie gesagt, das kommt Step by Step. Also hier werden noch jede Menge Folgen kommen, die da praktisch uns das Ganze ein bisschen bringen. Hier sehen wir jetzt gerade, wie ich das verklebe wieder mal. Wichtig ist der Übergang. Hier sieht man, wie es ein kleines bisschen jetzt mal auseinanderklaffen kann, wenn ich drauf drücke. Aber das geht sofort zurück und auch der
Waggon läuft ganz, ganz sauber hier drüber. Unten links, wo der Waggon jetzt gerade war, habe ich so ein bisschen Kork drunter, dass das wirklich erstmal alles platt ist. Hier sehen wir die Kabel von unten. Deswegen habe ich vorhin so schräg gebohrt, weil da mal die Stütze drunter war. Das ist auf der rechten Seite, wo das praktisch angebunden ist jetzt an die alte Strecke hinten. Da rechts sehen wir ja auch den Weichenmotor. Und hier praktisch kommt später Landschaft rüber, natürlich nicht so flach wie das hier ist. Da kommen Mauern hin, da kommt jede Menge hin. Ja, das wird schon ein bisschen aufgestaltet werden alles, aber dass man mal so ein bisschen sich das vorstellen kann, was da eigentlich abgeht wird da hinten. Okay, Baufan, Bauchemie Leipzig, nein, das soll keine Werbung sein. Ich habe hier praktisch nur wieder mal Holzklötzchen draufgestellt, dass der Kleber das Ganze beschwert. Und dass das schön gerade abtrocknet. Hier nochmal eine totale von meiner Chaosbahn hier hinten links in der Ecke. Mein Lötkolben steht bereit, dass ich dann auch das alles verlöten kann, was ich angebracht habe. Und ich danke fürs Zuschauen, Freunde. Und dann sagt euer Aquapainter, macht schön gut, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Basteln. Bis dahin, tschüss.